Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir jetzt da hochkommen wieder, weil wir sind gerade runtergeflogen und ich check das einfach nicht, wie wir jetzt hier richtig hochkommen. Schatztruhe ignoriere ich jetzt einfach mal, habe ich nicht gesehen. Und wir gehen hier hoch und, na okay, dann doch nicht, dann springen wir hier rüber. Man muss hier doch hochkommen, also, ja, hochkommen, hochkommen, hallo. Ah, jetzt da. Okay, dann gehen wir mal da hoch. So, und jetzt müssen wir auch irgendwie weiterkommen. Nehme ich mal an, jetzt schwer annehmen. Ah, okay, hier rüber. Auch eine Idee. So, 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 so. Okay, gut. Hoffentlich kriegen wir jetzt den Typen. Aber den Aussichtspunkt, der muss hier sein, der ist so nah. Stell dich, Mann! Ah, jetzt ist er wieder da unten. Mein Gott, da kann sich auch nicht entscheiden, der Typ. Wir synchronisieren mal die Umgebung hier. Solche Tempel sehen irgendwie immer gut aus, also dann die Landschaft umrum und so, und dann sind es meist immer so Wasserfälle noch. Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Upsala. Okay, jetzt schauen wir mal, dass wir den Typen kriegen. Ah, man wusste, ich hab's gewusst, dass man einem, der so viel trinkt, nicht vertrauen kann. Na komm. Ach so, da lang. Okay. Haben wir ihn gefunden? Ah ja, da hinten sitzt er. Ich sagte, komm mir nicht nach! Gott, du hast den Verstand verloren! Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Das Einzige, was der wird, ist tot sein. Oh, verdammt. Ich spreng dich in die Hölle! Ich treib dich raus! Naja, ist vor der Wand. Ey, es war vor der Wand. Verdammt. Ich schieß dir was weg! Jetzt geh ich vor. Oh Mann, das ist echt besoffen. Hey, wie können wir da hoch? Fetzen sind alles, was von dir bleiben wird, Henry. Wie der immer weggeht hier. What the? Eieiei, Leute. Deine Ammenmärchen haben uns das eingebrockt, Kenway. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf die Treppe falle. Mach weiter so und ich muss dich töten, Wayne. Versuch's nur, sei mein Gast. Das werde ich auch. Der Typ nervt jetzt langsam mich richtig, also... Das nervt wirklich langsam. Der und seine Klugscheißerei. So. Du greifst uns nicht nochmal an, blödes Tier. Okay. Gut. Hier geht's weiter. Eieiei. Ich seh dich klar und deutlich. Ah! Fuck. Nicht gut. Konnte man sich aber auch irgendwie denken. Anstatt das sinnvoll zu nutzen, wird er uns natürlich angreifen. Der Säufer. Naja, schauen wir mal. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser!
Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Oh Mann. Du kannst dich nicht verstecken. Oh verdammt. Keine kommt vor mir. Ja, wie kommen wir jetzt hier weg? Also, ist es nicht dieser Assassinen-Tempel, wo wir bereits mit dem Kid? Also mit der Kick. Das hört sich auch komisch an. Ich treib dich raus! Warum töten? Ich will ihn aber. Ja, okay, wir dürfen ihn töten. Sehr gut. Sehr gut, wir haben ihn. Gott, verdammter dreckiger Hund, Wayne! Ja, du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Vielleicht hatte Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer mit Ehrgeiz, damit Kerle wie du nicht immer alles vermasseln. Oder vielleicht... Vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Gute Einstellung. Also das war echt ein Vollidiot irgendwie. Aber naja, was ist das für ein Schiff? Ist das nicht... Nein, das ist nicht unsere Reaktor, nee. Ach, das ist auch wieder so ein Minischiff. Warum kann hier keine Fregatte einlaufen? Ja, habe ich jetzt beide Ziele nicht geschafft. Schon okay gewesen, also... Naja, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Oh, Erfolg freigeschaltet, verschollen. Jetzt müssen wir doch sicher uns einen Ausweg suchen, oder? Inagua wieder, Mai 1719. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Ortschaft hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei. Bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Ich will keine Brig haben. Ich will eine Fregatte haben. Ein Kampfschiff haben. Warum können wir nicht irgendwie sowas haben? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Taverne. Ja, mach mal, komm. Machen wir einfach mal diese Taverne hier, ist ja okay. Ihr macht einen alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll nicht dran. Necesitas algo, amigo? Informationen können wir uns auch gleich beschaffen. Un pajarito me ha dicho. Waren teure Informationen, 200 Real, das ist schon viel. Na, dann schauen wir mal, was wir so an Informationen gekriegt haben. Ah, eine Leiche. Ja, ich habe lauter Leichen. Immer Leichen. Neuer Kadaver wurde entdeckt. Okay, gut.
Naja, Leute, das war's dann auch wieder mit diesem Let's Play. Wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag mit Daniel Gaming. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.